Jo, sind wieder bei Metroid Prime. Beim letzten Mal haben wir uns hier auf Talon ein bisschen umgeschaut, sind in der Ruine der Chozo gelangt. Okay. Irgendwelche Statuen. Der einzige Übersetzer. Das einzige übersetzbare Symbol auf dieser Skulptur lautet Chozo. Da auch. Chozo. Dem Boden ist auch alles in Ordnung, mit der Decke ist auch alles in Ordnung. War. Interessantes Geräusch. Okay. Ich gehe da mal weiter. Upsala. Natürlich kriege ich einen noch ab. Kann ich das jetzt auch einfach angreifen und vernichten? Nein. Da unten ist was. Was haben wir hier denn? Schmale Tunnel führt Mauerwerk hinein. Beträgt circa 1 Meter Durchmesser. Da haben wir was. Spachtel mit dem Schwefelstein entdeckt. Das ist von ballistischen Geschossen. Hab ich doch nicht. Da sind noch wieder solche Sprengköpfe. Okay, sonst scheint hier nichts zu sein. Und nochmal eine Raketentür. Achtung! Was? Warum? Okay. Irgendwas habe ich gerade Schaden genommen. Machen die mir Schaden, wenn ich da drin stehe? Ah! Ich sollte nicht in dieses Wasser gehen. Ah. Giftbelastung des Wassers ist sehr hoch. Dumm. Das habe ich gesehen, ja. Das war mir klar. Jetzt verstehe ich auch, warum diese Warnanzeige da dran war. Ich höre wieder Bienen. Wow. Links höre ich irgendwo noch eine. Jetzt den kaputt machen? Oh ja, ist Energie drin. Nein! Ich wollte mich eigentlich nur umschauen, habe vergessen auf R zu drücken. Da sind diese Giftfahne. Ist da oben was? Nee. So. Und einmal da rüber. Das hat sogar gerade so noch geklappt. Sieht irgendwie nach einem bösen großen Raum aus. Ich kann da zumindest runter. Ich glaube, ich sehe da hinten Raketen. Irgendwie will mir das hier nicht gefallen. Vor allem, weil das Ding gerade eingeschlossen wurde. Und die ganze Säure hier drin steigt. Schwarmmechanoid, Sicherheitsanlage, die auf Nutzung von Killerschwärmen basiert. Konzeptionsfehler macht den Schwarmmechanoiden an seinen Zugangsöffnungen anfällig. Er gehört zu den Kampfdrohnen der zweiten Generation, die mit höheren organischen Lebensformen interagieren. Zu seinem Repertoire gehört das Schulen, Beschützen und Konditionieren von räuberischen Insektenschwärmen. Das ist nicht gerade nett. Auf eine Bewaffnung wurde verzichtet, daher ist er darauf angewiesen, dass die Schwärme jegliche Bedrohung abwenden. Au. Okay, einfach auf dem Visor achten.
Okay, ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Die Dinger sind zu schnell. Holy. Nein, dreh dich. Au. Da. Okay. Okay. Nächster. Da ist niemand. Sind zum Glück nicht viele. Vor mir. Und links. Schade. Okay, ich muss einfach nur mich konzentriert auf den Visor. Hinter mir. Einfach auf den Visor achten. Oben links. Dann sehe ich ja, welcher anhält. Ach so, jetzt halten gleich drei Stück an. Das ist, finde ich, ein bisschen gemein. So viel kann ich nun. Ich kann mich jetzt auch nicht in drei Teile aufteilen. Okay, zwei noch. Und die letzte bleibt da stehen. So, und ich glaube, einer noch, oder? Ne, das war schon. I did it? Oder kommt da noch eine Falle? Kann ich das einmal scannen? Raketenwerfer. Oh yes. Raketenwerfer halten. Bitte Y drücken, um eine Missile abzufeuern, um Beamwaffen zurückzuwechseln. Bitte A drücken. Missiles können durch Zerstören. Zum Zerstören mancher Türpanzerung verwendet werden. Zusätzliche Daten im Inventar. Bitte Start drücken, um das Inventar aufzurufen. Okay. Da, Raketenwerfer. Okay. Hätte ich da jetzt noch irgendwas scannen können an dem Boss oder so, was ich jetzt irgendwie verpasst habe? Wahrscheinlich. Oder? Weiß nicht, die Bienen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. So, und einmal weg. Bist du? Moment. Einmal scannen. Nein, nicht der Tunnel. Das Ding davor. Ein Energietank. Energietank erhalten. Maximale Energie um 100 Einheiten erhöht. Ah, oh, sehr gut. Jetzt habe ich so ein bisschen Sicherheit auch. Ah, da sind auch Raketen drin. 5 Raketen habe ich. Das ist ja sehr viel. Da ist noch ein Tunnel. Moment, was ist das? Neuer Eintrag. Missile-Munition. Achso. Ich glaube aber, da ich den Morphball noch nicht wieder habe, komme ich hier erstmal nicht weiter. Das heißt, wir gehen. Was war das? Was hat da geknallt? Wir gehen erstmal wieder zurück. Okay. Ich gehe einfach mal. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. So. Das ist auf der Karte eigentlich auch gezeichnet, dass ich da. Ja. Irgendwann könnte ich da sicher durch. So, ganz viel Missile-Munition. Bringt mir eh nichts. Kann ich eh nicht zu mir rüberziehen. So, was ich jetzt aber machen kann, ist, da mal drauf zu schießen. Für den Missile-Container. Muss ich da nur noch hinkommen. Lebendig. Ups, und yes. Um 5 erweitert. Sehr schön. Au. Sollte da nicht in diese Pampe reinspringen.
So, wir haben jetzt da den Weg noch. Ne, und da kamen wir gerade her. Da war noch ein Weg. Und da war auch noch ein Missile-Weg. Ist da zufällig ein Speicherpunkt? Nö, aber die Karten da. Ten. Nehmen wir die auch mal mit. Bin so ein bisschen grün beleuchtet. So, Kartendaten. Ich habe das Gefühl, da wäre der Speicherpunkt gewesen und ich bin einfach elegant an ihm vorbeigelaufen. Hui, so ein großes Gebiet da noch. Und da... Wo möchte ich eigentlich hin? War das der Raum, zu dem ich hin wollte, da wo ich jetzt eben war? Gehen wir einfach. Ohne Musik. Aber jetzt fängt die wieder an. Okay. Gehen wir mal gucken, was hinten wirklich ein Speicherraum war, an dem ich elegant vorbeigelaufen bin. So, einmal schnell mitnehmen, die Heilung. Und wieder Schaden nehmen. So. Nope. Jetzt ein Charge Beam. Nicht, dass ich es gerade bräuchte, aber jetzt ein Charge Beam. Ja, ich bin wirklich an der Heilstation einfach vorbeigelaufen. Ja, ich möchte speichern. Das heißt, hätte ich da jetzt gegen diesen Boss da verloren, hätte ich, glaube ich, wieder von ganz Anfang anfangen dürfen. Das wäre nicht so toll gewesen. So, sind die jetzt nochmal da? Nee. Na dann. Gehen wir erstmal wieder zurück. Schade. Ich dachte, ich komme durch ohne Schaden. Das sah bei den ersten ganz gut aus. Dann habe ich Schaden genommen. Ja. Alle weg? Wow. Hinter der Ecke verstecken ist auch nicht so nett. Yo. Immer mit der Ruhe. Nee? Ach, da oben ist eine Biene. Ich will mich erstmal, glaube ich, umdrehen. So. So, hier war irgendwo noch ein Raum, den ich nur mit Missiles öffnen konnte. Und noch ein anderer Raum. Also das da wäre der andere Raum, zu dem ich hätte gehen können. Und das ist da, wo ich wohl hin soll jetzt mit meinen Missiles. Da, ich würde sagen, ich nehme erstmal den Raum, wo ich wahrscheinlich nicht lang komme. Einfach, weil ich da wahrscheinlich nicht dran lang komme. So, weg mit dir. Was ist dies? So, weg mit euch. Nope. Au. Moment, da ist irgendwo noch einer. Vor mir direkt. Okay, ich gehe einfach weiter. Tschüss. Da! Die Viecher schon wieder. Ich gehe einfach durch. Oder auch nicht, weil ich hier einen Morphball brauche. Dann weiß ich zumindest, warum ich in diesem Gang nicht weiter hätte weitergehen. Yo! Hi! Noch ein. Ach, direkt vor mir. Hallo. Ist ja gut. Ich gehe dann mal, ne? Und tschüss. Lass mich bitte rein. Kann ich die bitte mal anschießen? Danke.
Wow. Du kommst aber auch aus dem Nichts gerade geflogen. Kann ich einfach in die Luft jagen. Gib mal die Energie daher. Huch. Also, wir waren kurzzeitig ein bisschen in Lebensgefahr gerade durch die ganzen Wespen. Komm mal auf den Boden. Warum komme ich nicht an die ganze Energie dran? Waren das alle? Nein. Irgendwo hat sich noch welche versteckt. Aber wobei, Moment, ich habe noch einen Lebenstank? Fast. Einen Energietank. Also so schlimm war es dann vielleicht doch nicht. So, machen wir es mal ohne Anvisieren mit freiem Schießen. Ich glaube, das geht einfacher. Ich soll mich nicht zu sehr auf das Anvisieren verlassen. Verdammt, da war noch was. So, habe ich irgendwas hier noch zum Scannen übersehen? Wahrscheinlich, aber gehen wir trotzdem weiter. So, da ist noch ein Morphballgang. Ist das da hinten der Morphball? Morphball, yo. Irgendwie traue ich dieser Sache nicht so ganz. Ich weiß nicht warum. Einfache Lichtquelle. Na komm. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Es sind ein paar viele von denen. Ich könnte einfach in die Luft jagen mit dem Raketen. Kann sogar mehrere auf einmal damit treffen. Auch nicht schlecht. So, und jetzt kommt der Große. Wo ist sein Gesicht? Wo ist überhaupt irgendwas von dem, außer das rote, dicke Ding am Ende? Autsch! Seid ja nicht so schnell, ich will dich noch scannen. So, was haben wir denn da? Gepanzerter Garbkäfer, gepanzertes Insekt. Eine einzige Schwachstelle befindet sich am Hinterleib. Starke Schädelpanzerung, resultiert einen Vorteil im Nahkampf, mit Ramattacken. Sobald er Vibration wahrnimmt, klebt er sich aus und versucht sich zu verteidigen. Okay. So. Na komm. Schade. Okay. Okay, wenn er schreit. Huch. Irgendwie habe ich die Anvisierung verloren. Au. Da war ich ein bisschen zu nah dran. Na, na? Der ist aber teilweise echt fix unterwegs, dieser... Was ist das? Okay, das war's. Rakete hat doch ein bisschen mehr gemacht, als ich erwartet hatte. Jo. Na dann. Tschüss Musik. Hallo Morphball. Na, 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 Morphball erhalten. Mit X. Kann ich das aufmachen? Moment. Nein, das da. Einfach Mauer gefunden. Ich kann es einfach aufsprengen. Nein. Und ich habe auch keine Morphball-Bomben bisher noch. Na gut. Dann können wir wieder zurück. Und mit dem Morphball jetzt an neue Gebiete kommen. Musik ist aber auch gerade cool. War die eben schon so catchy? So. Das heißt, da kommen wir erst hin, wenn wir Morphball-Bomben haben.
könnten da jetzt weiter. Wir könnten aber auch da weiter an dem Gang. Ich glaube, ich werde auch in der Richtung gehen, weil dort auch der Speicherpunkt ist. So, einfach mal diese kleinen Viecher hier umhauen. Vielleicht geben wir noch ein bisschen Energie, anstatt sie mir wegzunehmen. So. Einfach bloß weg von den Wespen. Moment. Wo war die Tür? Da oben links, ne? Oder da unten? Ja. Da unten die Tür. So. Hier wollte ich lang. Nope. So, weg mit euch. Na? Okay, ich weiß, hinter der Ecke nichts versteckt. War doch. Gut durchgekommen. So. Dann kann ich hier nebenbei erstmal Pause machen für diese Aufnahmesession. Und weiß nicht. Wahrscheinlich bald wieder hochladen. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Ich bereue es, dass ich das Spiel echt noch nicht vorher gespielt habe. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich habe ich immer großen Spaß an Metroid. Deswegen habe ich mir auch schon lange ein neues Metroid gewünscht, aber nein. Wir kriegen stattdessen sowas wie Federation Force. Ohne Samus. Und auf einem Handheld. Also wenn schon Metroid auf einem Handheld, dann als Jump'n'Run. Nicht als, weiß nicht, zum Schießen. Das geht einfach nicht. Dafür passt das einfach nicht auf dem Handheld. Ist nur meine Meinung. Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.